Hallo und weiter geht's mit Super Mario. Wer sich wundert, warum auf einmal die Brücke da war zu dem nächsten Level. Ich habe ja so ein bisschen rumprobiert und festgestellt, dass ich anscheinend irgendwie 3 Sterne brauche in Level 4-4 und Level 4-5. Und das habe ich noch nachgeholt. Ich bin nochmal schnell durchgerannt. Ich überlege mir, ob ich die Levels noch nachliefer. Ihr habt sie ja schon einmal gesehen, wie ich sie durchgespielt habe. Es wäre jetzt nur noch quasi ein schneller Run, um die Sterne zu holen. Das schaue ich mal, ob ich das dann noch mache. Und jetzt habe ich gerade erstmal schön noch einen Stern abgesahnt. Allerdings halt leider nur einen Stern. Und schon wieder so ein Gespenst. So, noch ein bisschen abwarten. Oh nein. Na ganz toll, hüpft er da oben rum. Und klein. Oh. Ha. Kommt, 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 kommt. Mann. So. Und Truhe, perfekt. Und? Ah, wieder ein Stern. Naja, egal. Die können wir schon auch noch irgendwann rausballern, würde ich mal sagen. Jetzt erstmal auf zum Pilz. Ach, das Inventar ist schon wieder voll. Tja. Dann, tada. Erstmal einen Pilz einschmeißen. Und zum nächsten Pilz. So, ich habe hier die Taktik geändert. Ich merke mir jetzt nur noch oben den Bowser-Kopf und alles andere kommt dann von selbst. Da kann ich letztendlich eh alles brauchen. Ob es dann jetzt, oh cool, eine Blume ist oder ein Pilz, ist mir dann egal. Hauptsache kein Stern mehr. Die wären ja eigentlich ganz cool, würden die mal ein bisschen länger halten, aber so ist es einfach echt zu kurz. So, mal schauen, ob ich es jetzt schaffe, ohne auf den Geist zu laufen, aber ich glaube, der andere war rechts noch irgendwo. Ups. Ja. Ach so. L war das. Okay. So, ich gehe sofort weiter. Einen Moment. Ich bin gerade noch abgelenkt. Okay, ja, jetzt bin ich mal gespannt gleich, ist, jawohl, hier war schon mal kein, ach, ich muss außen rum, ja, hier war schon mal kein Geist, da war er, okay, vorne rechts. Schauen wir mal, welches das nächste ist, 6 müsste, ja, ne? Es geht zur Neige. Hoffentlich nicht wieder mit meinem Leben. Oh cool, diese Raupen sind ja cool. Ich weiß bei denen nicht, waren die nicht sogar irgendwie. Sind die freundlich? Oder sind das auch. Ja, wahrscheinlich sind sie feindlich. Okay, also einfrieren kann man sie nicht. Ach, wütend machen kann man sie noch, dann werden sie schneller oder so, naja. Okay. Aber ich würde sagen, wir halten uns gar nicht lange auf mit dem. Uah, Quatsch. Und die Münze. Nein! Aha. Ja, und die Münze noch mitnehmen. Aber ich glaube, die ist irgendwie ein bisschen uncool platziert. Ich hätte mir das Einwerfen von dem Pilz für ein Total sparen können, aber. Na ganz toll. So. Ja, ich hoffe,
Ihr habt schon alle gesehen, dass der Kerosin auch jetzt endlich fleißig mit dabei ist. Er musste ja noch seinen Rechner sich erstmal bestellen und dann ans Laufen bringen. Ja, und ist schon fleißig dabei, MadTV zu spielen oder MadTV. Und da lohnt sich es auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt... Ja, sorry. Ich musste mich mal kurz konzentrieren, aber es hat nichts gebracht. Na komm. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alle kennt oder überhaupt ein paar von euch. Ich weiß nicht, wie bekannt das früher war. Ich bin, glaube ich, auch durch den Kerosin überhaupt an dieses Spiel gekommen. Und ich fand es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das war souverän, ne? Ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Hiermit könnte ich mir jetzt wahrscheinlich die Münze holen, aber okay. Ja, für die, die es noch nicht kennen, es geht darum, so einen Fernsehsender oder sich in einem Fernsehsender zu etablieren und den Fernsehsender berühmt zu machen. Ach, oh Gott. Und ja, und dann durch den Erfolg die Liebe seines Lebens zu bekommen. Also schaut auf jeden Fall mal rein, das ist echt cool. So, gleich mal ausgetestet, wie lange man da drauf stehen bleiben kann. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie rutscht man ziemlich früh und dann wieder nicht. Oh, cool. Schon durch. Perfekt. Na dann, würde ich mal sagen, das war ja mal ganz locker und gut ein Leben verloren, aber es in Summe dazu gewonnen. Ja, und dann bis später.